Die Bergisch-Gladbacher Rhein-Berg-Galerie feierte am 25. März 2009, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung, die Fertigstellung des neuen Einkaufskomplexes. Rund 300 geladene Gäste folgten der Einladung der HKM Management AG und genossen einen wundervollen Abend mit Show und Unterhaltung im Foyer der neuen Einkaufsgalerie. Meine Damen und Herren, der Mann, der jetzt gleich hier vor Ihnen stehen wird, an diesem Rednerpult, ist der Mann, der eigentlich die Fäden in der Hand hat bei der HKM Management AG. Er ist der Vorstand. Herzlich willkommen heute Abend, Herbert Klemmer. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier zur Neueröffnung der Rhein-Berg-Galerie. Meine Damen und Herren, doch heute wollen wir erst einmal auf das bisher Erreichte und auf eine erfolgreiche Zukunft hier für die Rhein-Berg-Galerie und die Innenstadt von Bergisch Gladbach anstoßen. Zum Wohl! Meine Damen und Herren, ich wünsche uns allen noch einen angenehmen Abend hier in der Rhein-Berg-Galerie. Ich wünsche den Investoren, den Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern hier in der Rhein-Berg-Galerie und in deren Umfeld einen guten Erfolg und bin sicher, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren erleben werden, dass die ursprünglich gefassten Konzepte aufgehen werden und die Einkaufsstadt Bergisch Gladbach eine gute Zukunft hat. Herzlichen Dank. Also man muss zunächst sagen, wir haben natürlich versucht, ein 1:1-Modell dieses Hauses zu schaffen, aber der Konditor hat bei dieser filigranen Architektur schlichtweg versagt. Deswegen haben wir ein Kastenmodell gewählt. Man sieht aber immerhin eine Abbildung der Rhein-Berg-Galerie. Wir haben unser Logo und eben den obligatorischen Glückwunsch der Händler der Innenstadt. Eine Torte als Willkommensgeschenk der Interessengemeinschaft Bergisch Gladbach Stadtmitte an die Betreiber und neuen Nachbarn aus der Rhein-Berg-Galerie. So, jetzt brauchen wir gleich nur noch ein paar Teller, ganz klar. Und das Catering-Unternehmen, was uns heute Abend hier bestens versorgt, wird ein bisschen Pause haben, denn wenn die Torte rumgereicht ist, wird man wahrscheinlich sagen, oh, jetzt brauchen wir ein paar Minuten. Ja, zunächst mal möchte ich Herrn Krämer gratulieren. Ich glaube, Herr Krämer, Sie sind ein Glücksfall für diese Stadt, Sie sind ein Glücksfall für diese Region. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Herzlichen Glückwunsch. Die Rhein-Berg-Galerie heute ist sicherlich eine Attraktion für die Stadt Bergisch Gladbach, aber insbesondere auch für die Region. Denn vieles aus der Region findet hier in Bergisch Gladbach statt. Alles, was der Stadt denn dient, dient der Region. Und insofern bin ich froh, dass wir mit der Rhein-Berg-Galerie ein Stückchen Kaufkraft auch in der Region behalten. Alles, was für die Region gut ist, was eine hohe Kaufkraft, die ja zweifellos hier vorhanden ist, hier hält, ist unterstützenswert. Und die Rhein-Berg-Galerie an dieser Stelle, der erste Eindruck heute hier, fantastisch. Man könnte jetzt natürlich sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber wir sehen das ganz und gar nicht so. Wir erreichen durch die Galerie eine Ergänzung des Innenstadtangebotes, eine Abrundung der Stadtmitte. Wir werden die Frequenz insgesamt deutlich erhöhen. Bettina Wisniewski und der Center Manager der Rhein-Berg-Galerie, Peter Schneider. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich einfach an die beiden, die sind immer für Sie da. Meine Damen und Herren, vielen Dank an dieser Stelle. Das gehört natürlich auch zum guten Ton, das gehört zur guten Note. Und jetzt sind wir durch mit dem Redeteil. Haben heute den Weg nach Bergisch Gladbach gefunden. Und wenn ich den Namen gleich sage, der Truppe, die sich hier auf der Bühne gleich für Sie präsentieren wird, dann werden Sie feststellen, das hört sich ein bisschen französisch an. Cirque Buffon.
neue Rhein-Berg-Galerie in Bergisch Gladbach. Geöffnet Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr. Mehr Informationen finden Sie auch im Internet unter www.rheinberggalerie.de.